Ich glaube, wir müssen klar sein, dass wir einfach in einem Jahrhundert der Migration leben. Und dementsprechend müssen wir auch unsere Gesetzgebung so anpassen, dass wir für die unterschiedlichen Gründe, warum Menschen zu uns nach Europa kommen, auch entsprechende Gesetze haben. Das heißt, auf der einen Seite die, die auf der Flucht sind, ihnen die Möglichkeit geben, hier temporär zu bleiben. Auf der anderen Seite die, die tatsächlich politisch verfolgt sind oder andere Gründe der Verfolgung haben, auch die Möglichkeit, über ein vernünftiges Asylverfahren hier schnell auch das zu durchlaufen und hier Fuß zu fassen, um ein neues Leben aufzubauen. Aber genauso auch die Menschen, die sich entscheiden, hier mit ihrer Qualifikation zu leben und zu arbeiten, dass man auch hier ein vernünftiges Einwanderungssystem schafft. Also es liegt an uns, die entsprechenden Kategorien auch zu öffnen.